Moin Moin Kaviana und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Es geht wieder los. Heute Yoshino Black. Und ich werde die Stimme mal wieder ändern. Johannes McLean hat die Nase voll. Wir geben Gas mit der Yoshino Black. Und mit dabei der Kraumalöchen. Aule. Und seine Bourgogne. Bourgogne Black. Und mit dabei der Fowie. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Aber in seiner Republik. Wir zusammen geben jetzt hier Gas. Wir haben ein Problem, wenn wir jetzt alle drei rechts fahren. Links ist eine Iowa, eine Rhone und eine Shima. Das ist totale Kacke. Moskva ist hier drüben schon. Ich meine, wir haben keine Cap-Punkte außer den Hauptcap. Na, mal gucken. Yoshino, riesiger Schlachtkreuzer. Wir haben hier 310 mm. Warum habe ich AP geladen? Ich weiß nicht, bei der sehr guten Nachladezeit. Wir haben 9 Schuss in der Luft. Nachladezeit, wie gesagt, ist angenehm für das Kaliber. Wir haben 20 Kilometer Torps und 24.000 Damage können wir damit machen. Ich habe auch die besondere Yoshino-Skillung bei mir am Start. Maximum die Torps verstärkt mit Nachladezeit und Co. Und die können wir pro Seite abfeuern und die Gegner komplett zutackern mit Torpedos. Und ich hoffe mal sehr, dass ich euch das jetzt hier auch schön zeigen kann. Aber dabei die Hauptbatterie nicht vergessen. Die ist nämlich auch super, super geil. So, da sind Yoshino schon offen. Komm, schieß! AP rein da, gib ihm! Hab ich nicht. It. Kill it with fire. Firestarter. Ah, geladen. Achso. Naja, geht auch. Hauptsache rein da, hauptsache die Fresse. Hey, Yoshino. Und bams, 5-5. Torpedowerfer kaputt. Ja, 5-3. Siehst du? Oh, so gut. Oh, schon mal eine Schelle gekriegt. Wichtig am Anfang bei der Yoshino. Wenn ihr habt eine sehr hohe Reichweite mit der Hauptbatterie. Toll. Wo? Da. Kacke da vorne. Wenn ihr ballert, dreht erst ein. Oder wenn ihr schießt, dreht sofort ein. Weil meist kriegt ihr sofort AP aus allen Seiten. Weil die Yoshino ist ein unglaublich beliebtes Ziel. Unglaublich beliebtes Ziel von Schlachtschiffen und Co., weil die sehr, sehr breitseitig gerade fast immer eine Zitadelle frisst. Das im Hinterkopf behalten. Dann seid ihr am Anfang relativ safe. Ihr habt gesehen, die Falle Yoshino, die hat noch 20.000 Leben jetzt. Den hatten wir halt erst breitseitig erwischt. U-Boot habe ich gerade 5000 schon gedrückt mit der Hauptbatterie. Den hatte ich sogar noch getroffen gerade. Preußen fährt da hinten, Tops sind gleich ready, das ist so schön. Komm. Preußen dreht aber einen schon, ach scheiße. Mensch, dreh doch die Scheiße hier, Alter. Dreh doch die Scheiße. Battleship in the distance. Umdrehgeschwindigkeit leider nicht so geil, seht ihr gerade schon. Jawohl, 6000. Oh, Alter. Ja. Oh, was mit der Z los? Wo wollten der hin? Die hat gebrannt, der konnte nicht mehr anhalten. Da war alles im Arsch. Ja, scheiße, ist natürlich Y versaut. Aber egal. Nee, die Friesland war auch dran. Der hat ihn mit der Hydro wahrscheinlich aufgemacht. Der ist ja so gar nicht stehen geblieben, ja, ne? Der wäre so oder so. Der hat auch gar nicht eingelenkt. Der hat gar nichts gemacht. Hier, du bist alles ausgefallen, glaube ich. Gut, dass der nicht bei uns im Team war. Und diese Bismarck hat alle Tops, die ich jetzt dahin gefeuert habe, mitgenommen aus dem eigenen Team. Schön gemacht, Bismarck. Bam, bam. Früher war das bei der Yoshino ein Riesenproblem. Oh, kacke. Oh nein, die Desmo. Oh nein. Ich muss ganz schnell rum. Das wird gleich sonst richtig wehtun. Früher war das ein Riesenproblem bei der Yoshino, weil ihr immer aus zweiter Reihe halt rausgekloppt habt, um mit den Torps sinnvoll zu arbeiten, weil ihr so viele halt hatte und hohe Reichweite. Damals gab es aber halt noch Team Damage. Da ist es denn auch mal vorgekommen, dass du dem einen oder anderen aus dem eigenen Team 20.000 gedrückt hast. Weil der Zug ist ja abgefahren. Ja, Desmo ist komm. Boom. Ja, dann mach. 1700, ja. Dann nimm ruhig auch mal AP. Ja, ne? Ich fahr da gleich mal. Ach nee, Hydro, ich hab ich sogar geladen. Wieso hab ich denn die AP geladen? Ich fahr da gleich mal ein Stücken ran. Den Kurve ist noch beschießen. Ich kann ja noch beschießen hier. Torpedos boah, ahead boah. Of us. Und auch wieder kommen Gegner alle am Wegfahren, ne? Mhm. Irgendwie ist heute. Die kennen uns alle, die haben Angst vor uns. Muss ja. Oh, wo ist ein U-Boot, ja? Das ist genau in der Mitte da, ne? Ja. Jetzt schafft unser U-Boot das ja. Ja. Ist offen. Moss, ich sehe nichts. Moss, also die Salem ist offen. Ja, wo? Ja, komm mal nicht ran. Desmond, die nimmt da. An, die Salmon. Die Salmonelle ist offen. Die Moins, meinst du? Die Shima ist hier noch. Ach du Scheiße, pass auf, du kriegst gleich Shima-Tops in die Fresse. Ja. Die ist ja auch noch hier. Bläh. Bläh. Das ist hier ekelhaft. Alabama. Preußen. Alabama. Kommt da einfach mal so hin. Vielleicht können wir was treffen. Radar ist online. Granat, Alter. Asch. Ja, durch die Desmo hier vorne. Ist aber.
Desmo pusht ja nicht rum. Der kann da nichts machen. Und unser U-Boot hat ein Problem. Da kommen 4, 5 Drops an, gerade bei dem U-Boot. Du Scheiße, ja. Der ist, glaube ich, gleich weg. Zack. Ja, weil er so weit rübergefahren ist. Da kommen. Ich komme mit meinem scheiß Drop komme ich da immer noch nicht an. Ich kann ihn. Leute, der wurde nicht einmal getroffen. Der hat 4000 Schaden bloß bekommen. Ich komme 5 Drops an. Geil. Und unser U-Boot ist down. Okay, so viel dazu. Eigentlich U-Boot hat zugeschlagen. Und das, was ihr hier gerade seht, ist der Spielstil der Yoshino. Mehr ist es nicht. Ihr könnt natürlich auch mal AP schießen. Bei 310 mm kannst du mit AP auch mal so ein Loch da reinstanzen. Aber größtenteils HE funktioniert so dermaßen gut durch die geringe Nachladzeit, durch die Masse der Granaten, dass ihr die Gegner dauerhaft eigentlich die Brände oben halten könnt. Und durch den hohen HE-Alpha-Damage und dazu halt Damage macht. Damage-Potenzial gewaltig. Teamdienliches haben wir aber nicht. Boah, nix. Außer Damage. Kein Radar, dem man irgendwie mal helfen könnte. Und gerade auf T10 ist Radar halt absolut Pflicht. Da muss nicht rum, Moskva. Fahr da nicht rum. Oh, die Salmon ist wieder offen. Die Salmonelle. Man könnte die Granaten noch ankommen. Natürlich nicht, weil der innerhalb von 3-4 Sekunden natürlich abtauchen kann. Einer hat noch getroffen. Wahnsinn. So. Kommen wir aber noch nicht an. Es ist so bekloppt. Es ist so dumm. 8 Kilometer. Wie soll ich damit 8 Kilometer erschrecken? Das ist so blöd. Und wieso verfolgen mich diese Torps schon so eng? Torpedoes on the right. Fuck. Torpedoes on the right. Die Torps nicht, ich hab keinen Ping drauf. Ach, der hat bestimmt die Abtakarte. Hä? Torpedoes behind. Okay. So eine Homing Torps, weißt du? Torpedoes behind. Da irgendwie. Hä? Das war behind. Das wäre merkwürdig. Mit den Torps nicht zu doll arbeiten, hauptsächlich mit der Hauptbatterie. Die Torpedos aber nebenbei, wenn ihr könnt, immer rausfeuern. Am besten Torps raus, einmal drehen, nebenbei immer Torpen. Einfach die Masse im Wasser halten. Ist natürlich nicht immer umsetzbar. Gerade jetzt wie ich. Ich kann gerade überall schießen. Es rentiert sich für mich gerade halt nicht unbedingt, die jetzt überall ständig rauszufeuern. Aber das im Groben ist so der Spielstil. So soll das Ganze laufen. Und burn. Ach man. Ein Glück hier mit Abfacklern. Bom. Da kommen nochmal Torps. Torpedoes to the right. Das hier, ja, was ist denn das hier mit einmal? Was hast du? Ach, hier kein Damage mehr mit einmal. War da auch nicht weiter vor, du stehst voll. Ja. Du bist gleich voll in der Traube drin davon, den. Guck mal. Guck mal, was da alles kommt, du. So ein Nebel. Nebel. Heilen können wir auch mal. Nebel. Blinkplong. Da. Die Katze. Wie Pech kann man haben mit den Abfacklern? Möchte ich euch hier was Schönes zeigen, wir kriegen die Abfackler hin. Wenn irgend so ein Ranz rum, wo das völlig nebensächlich ist, wo man eh gewinnt, da fackelt es alles ab. Vielleicht gerade deswegen. Vielleicht sitzt deswegen Ranz rum, weil das denn so viel Damage ist. Hm? Hallöchen, Alabama. Top mal da, wir toppen mal hier hin. Drehung ist da, Türme kommen halt nicht immer hinterher. Darum könnt ihr ruhig drehen, toppen, gleich wieder zurückdrehen. Dann könnt ihr die Torps gleich wieder mitnehmen. Ihr habt diese frontal. Ihr seht es jetzt hier, ne? Die komplette Drehung, die ich gemacht habe. Die Türme sind jetzt vorne. Und jetzt kann ich nämlich gleich entscheiden, welche Richtung ich will. Dadurch, dass ich aber weiter drehe, kann ich nebenbei dann auch noch weiter ballern. Das sind so die Gedanken, die ihr euch machen müsst dann nebenbei. Aber sonst. Oh! Guck mal! Oh, Mann! Der VW kloppt die ganze Alabama weg. Ey, ich will mit meinen Torps arbeiten. Ey. Cruiser spotted. Da hinten laufen die Torps noch und noch 30 Sekunden kann ich sie schon wieder rausfeuern. Ihr könnt konstant wirklich eine Seite mit Torps hier zutackern. Ach, siehst du, Leute, ich habe noch Reichweitenflieger. Den Teil vergessen. Dann kommen wir auf 25,6 Kilometer. Alter, was wert. Cool. Als Kreuzer. Und du kannst auf 25. Die ist das so genau hier, die Yoshino. Ja. Ja, das ist so geil, Sigma wäre. Du triffst auch auf so eine Entfernung. Dark Aeon hat ihn auf 20 Kilometer nicht getroffen. So viel dazu. Honigbär hat seinen Kaffee bekommen. Na, siehst du. Jetzt will ich auch keinen mehr. Ich war aus Prinzip.
Torpedos ahead of us. Alter. 49. Nee, die Gumo hier vor mir, der wird wichtig. Gumo schmeißt hier gerade voll weg. Ich weiß nicht warum, aber ich will mich nicht beschweren. Tschüss. Da war der Abfackler. Torpedos on the left, Roy. Natürlich, natürlich. Komm, kannst du mal das U-Boot kontern hier? Ja, wo? Ja, irgendwo hier. Ich seh wohl ständig diese Wobbeltops hier ankommen. Ich kann's dir nicht sagen. Das ist überall und nirgends. Mal bitte mit AP schießen. Nur wenn einer Breitseite zeigt. Ich habe keinen Grund, hier AP zu schießen. Hier ist gerade nichts gegeben, wo AP irgendwie sinnvoll wäre. Alter, immer so ein Kleckerpissschaden, Alter. Mit den 310ern brauchst du nicht auf eine so in dem Winkel hier auf eine Preußen ballern. Nicht, wenn du so ein gutes HE hast. Was eigentlich auch gut abfackelt, aber nicht heute. Burn! Alter. Beschieß schon extra hier den Kartoffelmanfred da hinten. Aber nein. Mit Kohle Günther beschossen. Wie die Mitleidszieher. Ja, wirklich. Der Mitleidsfackler. Abfackler. Ja, Preußen, bist ganz schön fix, ne? Instant gelöscht. Gelöscht. Instant. Und weggesagt. Die Desmo. Ja. Nee, die bisschen Leben, den er hatte. Oh, das ist Chima-Scheiße. Chima-Scheiße. Wie so ein billiger Werbespot. Chima-Scheiße. Ja, Abtaka, du hast jetzt Pech gehabt. Mach die Augen auf, wenn du hier lang fährst. Fährst du mir jetzt hier auch halb vor der Fresse. Chima nochmal getroffen. Fährt nicht rückwärts. Dann gebe ich wieder Gas. Wer nicht will, der hat schon das Gas. Ich glaube, der... Oh, Kampfspeer, der kriegt. Cool. 20 Meter Kampfspeer bekommen. Jetzt fährt er rückwärts. Na, endlich. Also, Midi kriegt es doof, ne? Ich hätte jetzt endlos nach hinten fahren können. Der wäre hängen geblieben, ne? Was macht der? Der war gerade aft, glaube ich. Oder auf dem Desktop. Ist ja eh gewonnen. Der hat gerade gepennt. Der hat das nicht mitgekriegt. Was für? Die hat Abtakao, der mich gerammt hatte gerade. Ach so. Der hat sich nicht weg. Oh, jetzt hier. Ja, meine Freunde haben wir einen AP-Moment. Blub, blub, blub. Boah, 7-5, 7-8, Doppelbrand. Ja, natürlich. Die Attacke, da mache ich Doppelbrand. Da mache ich natürlich jetzt Doppelbrand. Schnell, bevor der Krom mir alles klaut. Schnell. Attago. Brems! Weg ist er! Wupp, wupp. Der Cruiser ist slipping beneath the victory is self-evident. Bitteschön, da hast du dein AP gesehen. Ich hoffe, wir waren verkeilt, der hätte die Takao auch nicht viel machen können. Bist du sicher? Hat er gestoppt, ich bin rückwärts gefahren. Er hätte eigentlich nur Gas weg und nach hinten fahren. Das sah für mich nicht nach diesem verkeilt aus. Er ist ja, hast du auch gerade gesehen. Er ist doch gerade ohne. Michael beschossen. VUI. Er ist gerade ohne Probleme einfach rückwärts weggefahren, wo er wollte. Denn Swiss Tor, absolut Dank für deinen Sub. 22 Monate, Dankeschön. Und Nils, danke nochmal für 100 Bits. Und vielen Dank an alle, die uns hier heute Abend schon supportet haben. Für eure Twitch Prime Subs und Abos und Donations und Bits. Und Dankeschön dafür. Dickes, fettes Dankeschön. So, cool. Wo ist das U-Boot jetzt? Langweilig. Langweilig. Was da go. Aus wie Tops. War 3 Jahre sozusagen offline in WoS und mein Account wurde gelöscht. Markus Accounts werden nicht gelöscht. Nee, die werden nicht gelöscht. Nee. Außer du hast es selber löschen lassen, absichtlich. Die werden nicht gelöscht. Deine E-Mail, dein Account nicht mehr da ist, wurde dein Account eher gehackt, dann ist er weg, den hat ein anderer Dean. Aber Support anschreiben, E-Mail, dein Perso hochladen. Wenn der auf der Account auf deinen Namen damals erstellt worden ist und der nicht gekauft war über eBay und Co., dann ist er auch nicht weg. Das gibt's nicht. Nette Runde. 1-6. Was ist nette Runde? Bescheuerte Abschlagrunde. Aber wir haben gewonnen. 14 Minuten Runde. Lange Runde. Naja. Ich war 5 Jahre off, alles noch da. Ja, ja, genau so. Wahrscheinlich einfach bloß hast du nicht mehr in Erinnerung, dass du eine andere E-Mail-Adresse genutzt hattest. Sowas könnte es sein. Vielleicht hattest du damals noch gar eine andere. Ich hab gar nichts hochgespielt. Er hat einfach gar nicht gespielt damals. So, Paui, vielen Dank, dass du dabei warst. Paui. Jetzt kommt der Adri mit. Adri, du bist dran. Ach, Yoshino ist ein schönes Schiff. Also ich spiele sehr gern, aber ich mag auch sehr Schlachtkreuzer.
Wer Schlachtschiffe mag und Kreuzer so halbwegs, der findet bei den Schlachtkreuzern das die Perfektion für euch. Da findet ihr das, was ihr liebt. Das, was ihr wollt. Das sind Module, die ich übrigens drin habe. Ich nehme mal lieber jetzt Hydro mit. Da fühle ich mich irgendwie gerade wohler wegen Torpstorf, falls ihr jetzt eventuell mal ankommen. Mein Herr Yamamoto ist so geskillt. Ich weiß, sehr speziell. Ich habe ja hauptsächlich die Torps noch so verstärkt, aber die Hauptbatterie ist so schon so geil. Der Adrenalinrausch ist ja sowieso dabei. Man könnte rein theoretisch noch Sprengmeister mitnehmen. Man könnte sich überlegen, die schweren Sprenggranaten mitnehmen, damit der Damage noch hochgeht. Aber Tarnwert 11,9 ist geil, aber nachher der mit knapp 14 darum zu eiern. Nee, muss nicht sein. Jetzt kommt eine Nashimov. Da würde mir das defensive Flakfeuer auch nicht helfen, sind wir ehrlich. Ich habe vor Montag eine E-Mail von WarGamer bekommen, wo drin stand, dass ich mich in den nächsten 14 Tagen einmal anmelden muss, sonst wird mein Account gelöscht. Dann Markus, die Zoom mal bitte raus, die E-Mail. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Das würde mich sehr wundern. Das würde mich wirklich sehr, sehr wundern. Ein Angsthund hat gerade einen schönen Spruch geschickt. Wer hat was? Oder Dings, ein Tier zu retten wird nicht die Welt verändern, aber seine Welt wird sich für immer verändern. Siehst das du? Das auf jeden Fall. Aber du weißt ja, ne, man darf ja nur deutsche Hunde retten, keine ausländischen Hunde. Deutsche Hunde, ja. Kampfhunde. Die ganzen überzüchteten Möpse da aus dem Tierheim, die müssen unbedingt gerettet werden. Spitz. Deutsche Spitz. Und Schäferhunde, die sind auch schon so verkümmert, ey. Das waren mal so schöne Tiere. Ne? Ja, die haben... Nee, hau ab mit deiner scheiß Malta. Oh. Geh weg, du Spieß. Kommt der Hund in einem durch, ey. Geh weg da. Nee, du spielst was anderes, bitte. Will ich es anders spielen? K1 darf ich ja nicht spielen. Spiel doch die C-Mode, ne? Nimm doch Freaks. Was nimmst du? Ja, die K1, die wir noch nicht haben, die dürfen wir ja gar nicht spielen, ne? Ach, Mann. Nee, welches Stream nicht? Darfst du nicht... Nee, darfst du nicht. Nee, du darfst es schon testen, aber es darf, ja, du darfst auch nicht in eine Divi mitfahren, denn beim Streamer. Ich will lieber spielen. Oh, was ist das hier? Ich muss die Divi verlassen, ich spiele alleine. Du Sienna, wo habe ich nie her? Cool. Die darfst du auch nicht spielen. Darf ich auch nicht spielen. Nichts darf ich spielen. Nichts. Man hat nichts. Man darf nichts. Alter. Maulkorb, ne? Hast richtig vom Maul hier. Nichts darf man bei WarGaming. Nichts, überhaupt nichts. Ich würde so gern. Na, guck, das hier. Mecklenburg. Stimmt, die hast du letztens gekauft irgendwann, ne? Ja. Ah, da hab ich schon ganz vergessen. Mit Katze an Bord. Den spielst du die olle Bourgogne. Ich mag die Bourgogne lieber. Ja, komm, die drei Runden, die du hattest bisher mit der Mecklenburg. Ja, so viel war's. Gewöhn die auch erstmal dran. Einfach, spiel einfach HE. Einfach HE und gib ihm. Nils, danke für deine 100 Böds. Ich habe bis jetzt nur Schlachter gespielt, aber habe leichte Kreuzer lieben gelernt. Auch wenn ich noch öfters mal platze, machen die Dinge auch mega Spaß, wenn du zum Zug kommst. Oh ja, das stimmt. Oh, das stimmt. Doch, wenn man Schlachtschiffe Main ist und dann Kreuzer sich ein bisschen ran, traut mal rein, Fuchs, macht schon Spaß. Das kann dir richtig Spaß machen. Nachher eine ganz andere Welt sind Zerstörer, da lernt ihr das Spiel komplett anders kennen. Das ist, als ob ihr ein ganz anderes Spiel auf einmal spielt. Und CV ist Uhude ja sowieso. Die spielen ja ihr eigenes Spiel. Oh, wem versaue ich denn heute mal den Tag? Dem da. Angriff! Und das war's denn. Oh, ich hab mir Krabbenchips ins Auge geschmissen. Erstmal ein Essen. Ja, dann wird es bestimmt besser. Kapitän. Eine reine 10er-Runde. Drei Schlachtschiffe bloß, das ist aber doof für uns beide, Krom. Bei den Kreuzern, die du da siehst, ruhig auch mal AP raufrotzen. Das wird auch ordentlich weh. Die ist so viel, ne? Ja. Das ist das Softcap, hallo? Das ist das Netteste, was WarGaming dir geben kann. Ja. Ist das bescheuert, ey. Kapitän, ey. Wer ist der? Unsinkbarer Sam oder so, ne? Ja. Funk an. Mau. Gott. Oh Mann. Ich mag den eigentlich nicht, halt. Lass mal laufen. Du bist ja leise im Vergleich zu den anderen. Schnurr. Irgendwie. Ach, was ist hier auf schneller Sprachassistent? Kann man diesen Funkspruch, das Funkspruchzeug nicht ausmachen? Funkverbindungseffekt, ne, der habe ich sogar aus. Oh. Cool. Chips gehören nicht in die Augen. Danke, Munin, danke für den Tipp. Doch, Chili-Chips. Aber die großen da mit 3 Millionen Scoville und so. Chili-Chips und Sigila. Das ist übrigens ein Lifehack von mir. Wenn ihr mal richtig scharf essen geht,
und ihr wollt nicht als Weichei dastehen, ne? Wenn ihr da irgendwas hier mal indisch essen geht oder Thai oder was auch immer, dann schmiert euch beim Essen die Chili oder was auch immer da kommt in die Augen, weil der merkt ja gar nicht mehr, dass der Hals so weh tut. Das ist ein Hack, Lifehack. Alter, das ist Lifehack. Und an die Genitalien. Ja, nee, lass mal. Das ist ja schon, das ist echt zu extrem. Ja, den sitzt da und heulst, die Augen tun wie, aber du heulst nicht, weil dir dein Hals weh tut, weil es so scharf ist. Ja, was habt ihr für Tops hier? 6 Kilometer. Ich helfe immer gern. Krumm ist echt krank drauf. Ja, ist er. Das sind Erfahrungen, von denen er erzählt. Euer im Urlaub jetzt wieder in irgendwelchen Clubs. Beide DDs in der Mitte, Halland und Giering. Was ist mit dem Mikro heute los hier? Und eine Schimmelkase vor der Fresse. Ach, du Wahnsinn. Schimmelkatze, der ist schon wieder zu. Schimmelkatze. Weil die Idee ist jetzt hier schon spotted gewesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hydros an. Herrlichen Hindenburg. Oh, schön. Giering down. Oh, schönes Ding. Aber unser Harumo. Oh Gott, hoffentlich stirbt er nicht. Dein Yoshino-Salbe. Tai AP, ich sehe überhaupt nichts. Nein, zum Glück. Oh nein, Harugomo. Was bleibst du denn da auch stehen bei der Shima? Miau. Kein Ramso, so müsst ihr gleich loskrätschen. Ja, ja. Richtig. Gott, ich krieg gar nicht mehr ein. Chill, Mietz, chill. Achso, wenn die Torpedos hier. Das ist die Torpedowarnung. Siehst du? Dein Bein schmerzt, dann brech dir den kleinen Finger, dann musst du nicht mehr ans Bein denken. Genau, genau das gleiche mit Zahnschmerzen. Genau. Krammt euch einen Schraubzieher ins Bein, dann tun die Zähne nicht mehr weh. Das ist ganz einfach. Mittwoch muss ich wieder zum Zahnarzt. Ich war ja die Woche. War aber nichts. Sag auch, ich war bloß die Jahreskontrolle. Ja. Und sagt so, oh, diesmal mal ein bisschen früher. Ich sag, ja, sonst bin ich mal gekommen, immer früher im Jahr, weil ich irgendwelche Schmerzen oder irgendwas hatte. Und dieses Jahr war nichts. Ja, so schön. Ach, schön, muss Zahnstein entfernen, das ist auch mal so ekelhaft. Das ist immer ekelhaft. Ach, haut das jetzt Insel nur bald ab hier, ja. Aber muss gemacht werden. Ja, ne? Ja, durch ganz Zahnstein und ganze Essensreste und alles, was dazwischen bleibt, da kommen halt auch so Mundgeruch und so ein Scheiß her. Die ganzen Essensreste. Du kann auch Zähne putzen. Ja, aber du kommst doch an eine gewisse Lücke und so kommst du auch gar nicht ran ohne Zahnstocher, ohne Zahnseide. Zahnseide, ja. Und meinst du, was die da alles rauspullen da beim Zahnarzt bei dir? Halbes Hähnchen. Euler. Scheiße. Ich scheiße nicht. Shima hält uns jetzt hier auf. Ja, natürlich alles gegen die Insel. Ich hätte mich nochmal herdrehen sollen, das war dumm. Hydros auch aus. Kacke. Kacke, kacke. Ich werde jetzt 100 pro das Ziel für die Shima hier mit Torps. Nächster Gegner soll da sein. Shima ist hier wahrscheinlich schon dahinter jetzt. Ich kann gar nicht dahinter sein, ich muss ja noch offen sein. Er muss ja hier vorne sein. Ach, Dreck, Dreck, Dreck. Das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles nicht. Und so kommen jetzt hier nicht die Topstars. Nee, das ist die Ragnar? Leute, das sind ja alle 4 DDs hier auf der Seite. Ihr habt nicht einen scheiß DD da oben. Nee, deswegen kippen wir auch. Das gibt's ja gar nicht. Ihr müsst so schnell wie möglich runterkommen. Ich hab gekippt. Ihr bricht gleich alles zusammen. Das halten wir nicht mehr lange durch, leider. Jetzt hier Busch schnell weg. Ragnar auch noch hier. Zahnarzt, was ist das? Kann man das essen? Ja, der Mädchen, der geht noch zum Schmied. Der wird auch mit einem Dings hier, mit einem Hammer die Zähne rausgekloppt. Echter Man. Barbier. Barbier? Hm. Der ist für Haare da. Ja, der hat aber damals auch die Zähne gezogen. Also. Das war der Schmied, der hat das gemacht. Nein, das war nicht der Schmied, das war der Barbier. Der Barbier war ja auch Schmied, der war ja alles. Quatsch. Doch. Einmal Haare schneiden, 3 Zähne ziehen, zack. Und eine neue Rüstung, geil. Ja. Ein Schwert, brauch ich auch noch ein Schwert, ja. Gab's denn auch Barbierinnen? Barbierinnen? Innen, ja. Guck mal, dreh ich. Nee, hat er nicht. Nee. Erstmal die sagen. Keine Ahnung haben, aber erstmal dein sagen. Typisch deutsch. Ach, kacke. Die Schimmer hängt uns jetzt hier schon in der Seite drin. Die hängt uns schon in der Seite. Immer.
Beamer, please. Or spot. Komm auch nicht mit da, ne? Lassen einen echt hier verrecken. Du verreckst? Mhm. Was fürs Leben? Ich weiß auch nicht, warum ihr jetzt wieder rumfahrt. Fahrt doch einfach zurück oder in B direkt dahin. Ihr fahrt jetzt voll in die Traube da unten rein. Das hilft uns aber wieder nicht, weil wir gegen die ganz anderen kämpfen auf der anderen Seite. Ihr lasst euch jetzt schön zum Kartenrand kiten. Was anderes macht ihr, machen die da jetzt nicht. Du hast doch bestimmt Tarnung geskillt, oder? Das bleibt einfach mal, jo. Das schießt einfach mal nicht. Du hast einen sehr guten Tarnwert. Doch, die Columbo muss erst weg, der. Ja, aber dann brennt er nicht Vollgas hinterher. Weil du fährst jetzt in der Halland rein und eine Ragnar. Da ist die Sau. Da ist die Halland. Da wollte ich nicht mehr raufballern, der reicht doch eh aus. Das wird sowieso nix. Also wieder unser. Oh, unser Shima-Star. Ich auch. So viel zu dem Shima-Konter. Das ging ja gut. Das hat ja gut funktioniert. Das war ja. Die Klammer ist weg. Schön. Das hat ja richtig gut funktioniert. Ach. Das muss auf Zack. Er hat sofort auf AP gewechselt. Der ist auf Zack, der geht mir Sack. Das Einzige, was wir hier beschießen können, ist gerade der Ragnar. Total geil. Bing, bong, bing, bong. Ach, scheiße, André auch down. Bär down. Das ist komplett verloren hier. Komplette Abschlachtrunde. Ich habe auch noch nichts gemacht, die Runde. 16.000 Schaden. Ich kann noch nicht mal zum Schießen hier. Beise gekillt, fast Doppelschlag gemacht. Eieiei. Schade. Du hast einen Flieger. Ja, will ich aber gerade nicht nutzen. Das werde ich gerade nutzen. Ich hab... Das war's. Weil die nicht mitgekommen sind. Nee, weil du wieder dich hast kiten lassen. Ach Quatsch, das war doch alles gut. Die hätten wir alle weggeknallt. Aber nein, hätte ich nicht. Ihr hättet uns helfen müssen. Das war das Problem. Wir haben hier drüben haben wir Hilfe gebraucht. Unsere beiden DDs haben sich hier völlig weggeschmissen, ohne irgendwas zu machen. Ihr hattet gar keine Idee, wir haben Hilfe gebraucht. Scheiß auf die Schlachtschiffe hier. Colombo und Cody haben hier nichts gemacht in der Runde. Ach, Dreck. Boing, boing. Schöne Salve. Watch, 6-7. Auch nicht abgefackelt. Ach, Mann. Auch rein, Lord Bully. Bis zum nächsten Mal. Danke für den Stream und viel Spaß hat. Nochmal danke für das Abo. Gerne doch. Wer auch immer das dir geschenkt hat. Gerne doch. Dann wird das hier nix. Doch, ist auch noch nicht erst wieder ready. Erst in einer halben Minute. Bam, 4-5. Oh. Wir hören auf. Das war klar, das wusste ich. Habt ihr auch gewusst, ne? Die mussten jetzt aufhören. Und unser letzter DD. Ne, einen haben wir noch. Die Halland haben wir noch. Schön, ihr macht ihr das. Ach, du Kacke. Wow. Das läuft gut. Das läuft richtig gut hier. Das läuft Spitzenklasse, wie man so schön sagt. Nächste Gegner soll hier sein. Das ist die Ragnar. Ihr Leute überhaupt noch im Leben. Alle jetzt von Zeus nach und nach einzeln in den Tod gefahren, ey. Lief Meier darum. Gucken, wie lange ich hier noch am Leben bleiben kann. Even wird nichts mit den Torps, glaube ich. Shit. Komm mal so raus. Da ist Yoshino. Der kommt natürlich auf der Seite. Desmond bleibt bestimmt hinter. Der will nicht mehr mitballern. Der hat nämlich kein Leben mehr. Bom, bom. Au. Das tut alles weh. Das tut sehr weh. Gerade sowas von tot, aber sowas von mit Anlauf. Ne, der bleibt dahinter. Spielt super safe. GG. Nichts in dieser Runde ist zustande gekommen. Gar nichts. Gottes Willen.
Bomben. Nichts zu machen, ey. Nichts zu machen. Die DDs haben nicht gespottet, die DDs haben nur Scheiße gemacht. Die Shima pusht eine Desmo. Oh, noch ein Top-Treffer. Die Shima pusht eine Desmo, anstatt die andere Shima uns da wegzuhalten. Das ist ein Trauerspiel, das ist sondergleichen. Das kann man sich nicht vorstellen. Oh. Wir haben den ersten DD tot und im gleichen Atemzug in der zweiten, dritten Minute stirbt unser Haokumo. Weil der nebelt und stehen bleibt, wo Nishima genau neben ihm steht. Es ist doch Wahnsinn. Willkommen auf einer Skala von 0 bis 10. Wie hat dir die Runde gefallen? Ja, ja. Scheiße. Das war scheiße. Lächerlich, ey. Wieder unsere DDs, alle ganz unten. Den Gegnern, Ragnar, Shima, Halland, wie gute Mittelfeld hier noch. Die Ring hier auch noch Mittelfeld. Die natürlich ganz oben. Es ist. Das macht einfach keinen Spaß. Und wie der Krom am Anfang schon gesagt hatte, eine absolute Runde zu vergessen. Korrekt, André. Korrekt. Danke fürs Mitkommen. Wir haben es probiert. Aber die wollten nicht. Die wollten einfach nicht. Das ist das, was der Krom meinte. 4 DDs pro Seite. Bäh, so viele. Wargaming ist das Softcap. Das ist das Kleinste, was passieren könnte. Weißt du, so das Maximum. 5. Sobald ein Zerstörerfahrer irgendwo auf der Welt hier, ne, oder was ist das, Welt, bei unserem EU-Server hier, länger als 20 Sekunden wartet, haben wir 5 DDs pro Seite. Dennoch ein CV, dennoch ein U-Boot. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Ich habe gefühlt die ganze Zeit bloß eben auf eine andere Yoshino geschossen, Rest nur auf DDs. Das war meine ganze Runde. Aber einer geht noch. Einer geht noch. Lava Yoshino Pedro Pavus. Jetzt geht's da. Mecklenburg schon abgehakt, gibt's schon keine Chance mehr? Nee. Ist ärgerlich. Logischerweise immer, wenn du Mecklenburg nimmst, ach, haben wir auf Talle. Ja. Wir haben immer so eine Rotzrunde. Ladezeit ist schön, ne? Bam, bam, bam. Ja, und 16 Schuss halt, ne? Ja. Besser kann sie brennen. Ich glaube, kaum ein anderes Schlachtschiff kann die Brände so gut oben halten. Er hat sich stets bemüht, ja. 30k für B waren nicht schlecht. vom Lasser gefallen, die Yoshino. Aber wir haben einen Top-Treffer gehabt. Yay, mein Damage fast war doppelt. Wir waren ja gerade von 30.000 auf 56.000, immerhin. Ah, Wahnsinn. 10 Minuten gespielt, was ein Haufen Astronauten. Ja, länger ging die Runde gerade nicht. Das waren 10 Minuten oder so. 10, 11 Minuten. Komplett entschieden, zu 100%. Wahnsinn. Bei 4 DDs pro Seite ist immer das Problem, wenn deine immer gleich wegsterben, dann hast du irgendwie bloß noch 2, die agieren, fehlt das Spotting. Dir fehlen dann die Ziele, die du beschießen kannst. Die DD macht eh keine mehr auf, aber auch dahinter die Schlachtschiffe, die Kreuzer und sonst was, sie siehst es alles nicht mehr. Und wenn du nicht siehst, kannst du es nicht beschießen und das ist ein Problem. Okay, die Katze geht mit voll auf den Sack. Alter! Miau, miau, miau! Ich will ja gar nicht mehr auf hier. Den Geralt hier, den Superman, die Stimme brauchen wir noch, den deutschen Synchronsprecher. Ja. Der ist auch cool. Das wäre doch eigentlich auch mal so ein Event, ne? Warum haben sie das eigentlich noch nicht hier? Marvel und DC und so. Ja, ne? Das fehlt auch noch völlig. Ich würde die Leute auch wie dumm und dämlich ja, kaufen hier. Spider-Man Wooster oder Captain America Iowa Tarnung und all so Sachen. So ein fetten Schild vorne drauf bei Spider-Man, denn so an der Seite, so wie er da irgendwie macht hier mit seinen. Lucy Cat und Katja Krase Witze und so. Yes. Wie bei Doggy auf dem Schiff an der Seite. So eine Animation im Hafen da, yeah. Torb Einschlag, oh yeah. Ich sage dir jetzt schon, das wird sich am besten verkaufen von allen Aktionen bisher. Yeah. Das Porno stimmt, das wäre doch mal was. Hm. Schön, dass wir diese Karte mal wieder haben, ne? Gibt's aber noch irgendwas anderes? Ja, echt, ey. Gibt's nicht mehr. Über den Abend hinweg haben wir wie viel jetzt schon? 5, 6 Mal gehabt? Vermutlich sehr teuer, so eine Kooperation. Wolfs könnte auch zu klein sein für Marvel. Wird's auch wahrscheinlich sein. Weil die ja in Größenordnung gehen, da kommen halt hier andere Spiele gerade mal so ran, ne? Die Handyspiele an, mit 100 Millionen Spielern und Co., die machen ja so eine Kooperation meist. Aber Warships da mit den Spielern, die da sind, das wird zu klein sein. Selbst WOT hat das ja noch nicht mal gehabt. Wenn WOT das noch nicht hatte, ist es für Warships halt super, super unwahrscheinlich.
Helene Fischer, atemlos in die Cap. Ja, Schlager, genau. Die Deutschen ein bisschen. Super, atemlos unter Wasser, ja. Die deutsche Kundschaft ein bisschen locken durch Schlagerkooperation. Ich würde es kaufen. Aber auch nur, weil wir alles kaufen. Komm, alles. Alles. Wenn man einmal duschen, hat sich was verändert? Karte, nein, Schiff, nein. Ist die gleiche Runde noch. Wir haben die Zeit nochmal resettet. Ich habe für 1999, nee, 99,99 habe ich mir gekauft, dass ich die Runde nochmal resetten kann. Wir müssen alle nochmal spielen. Ob sie nur Zeit haben oder nicht. Müssen alle nochmal ran. Das ist eine Schabberboss. Ah, ist irgendwas drin im Cap. Ach, wie schön. Schabba, schabba, schabba. Sieben Drops. Was haben wir hier? Schmeißen hier. Die Iron hat die Tiefentorps, ne? Torpedos ahead of us. Keine Ahnung. Die von der Iron? Die muss ja. Da ist sonst nichts Tiefentorps. Ich wüsste jetzt nicht, was. Schabba. Warum müssen wir jetzt so eine scheiß Schabba rausgehen? So, Öland ist schon gleich wieder tot. Ich top da mal einfach hin. Vielleicht haben wir einen Luckshot irgendwo. An jetzt, was ist das denn? Ich kann gerade nicht, muss gerade right. Rum und irgendwo die Taubs schmeißen. Ich werde wahrscheinlich den Verbündeten gleich wieder treffen. Was für ein Ding? An jetzt. Wo ist das? Hier bei mir. Das ist ein Schlachtschiff. Das ist ein Pan. Ach, sag bloß, das sehe ich auch. Ein panasiatisches Schlachtschiff. War so, ist auch schon Ewigkeit im Test, glaube ich. Weil die ganze Zone wurde getroffen. Wer zum Piep hat mir gerade 20.000 gerückt? Ich glaube, ich schrei. Atemlos. Ladung des Verbrauchsmaterials erhöht. Für was? Ladung des Verbrauchsmaterials erhöht. Jetzt verschwindet der. Ist ja geht nicht mehr auf, ne? Die Nachlasszeit, die wurde reduziert jetzt für die Ladung. An die einen hast du Zug. Hast du einen Kill gemacht oder was? Ja. Ja, da kriegst du immer. Du hast einen Kussungsdruck. Ja. Darum ist er doch auch so stark. Das ist jetzt einfach eine Heilung und alles einfach ein mehr. Wer ist das? Mensch, wieso geht der nicht auf, sag mal? Ich habe noch nie eine Runde gesehen, die Sun Yat-sen. Ah, nee. Oh, pass auf, der ist auch aus einem guten Clan, du. Der muss aufpassen. Ja, stirbt. Da, nee. Der stirbt wie alle dann. Genau. Kein Problem. Den gleich wieder. Keiner hat mir geholfen. Ich bin tot. Geht's denn weiter gleich, die Geschichte? Da ran? Scheiße. Dein Feuer, der ist eh schon wieder ganz anders. Ping. U-Boot da drin. Ach, da dabei. Ja, es ist U-Boot. Lass mich treffen. My torch lights the water around us. Es ist so dämlich. Siehst du? Ihr Ping Scheiße und drückt euch die sonst wohin. Das ist doch lächerlich. Ich hab genau hinter diesen scheiß Ping gedrückt. Nein, der macht natürlich hier schon wieder sonst was. Alter. Geht der mit seinen 50 Knoten unter Wasser sonst wohin? Ist es so? Repair is complete. Stand der schon genau vor mir, spottet mich hier nebenbei natürlich auch noch die ganze Zeit. Wenn du wenigstens alle 30 Sekunden deine 2 Aufladungen hättest. Oder die Dinger haben bloß 10 Sekunden Nachladezeit. Oder. Das ist aber so sinnbefreit. Du hast gesagt, du hast gekauft. Shut up and take my money. Dieses Mann! Noch und viel Erfolg. Der fährt unter Wasser da gerade! Da, immer dahin, wo der Ping ist. Man muss ja Ja, scheiße, Bruder. Echt, ey, das fasst schon zusammen. Scheiß System von den U-Booten. Oh mein Gott! Oh, ich hab getroffen. Das waren jetzt bestimmt 300 Schaden oder so bei ihm. Oh, schön. Ich freue mich. Ölland. Was für Ölfleck? Ist kein Ölfleck. Kann nicht mal ein Ölfleck. Toll. Nicht mal der Scheiß funktioniert. Ist ja super. Der Magik kommt von da. Da muss ich jetzt aufpassen wegen Breitseite. Ja, geht's. Natürlich. Oh, einfach mal just for the lols. Da ist er. An. Unser Petrus da. Oh, Tollpatsch, nein. Vom U-Boot was war erwischt. Das denn? Ein Schuss eben. Vom U-Boot erwischt. So, komm, gleiches Spiel wieder. Ihr müsst so umzusehen und runterkommen. Wir krepieren hier unten wieder alle.
Ihr habt viel, viel Alter. Weniger Gegner da. Gleiche Scheiße wie letzte Runde. Komm. Macht Spaß gegen Uwe, macht Spaß. Das ist die panasiatische Säure mit 457 mm, glaube ich. Ah ja, genau. Das war das. Sprich auch sau schnell. Aber auch sautot. Ich hatte den Zita von Odin gefressen. Ganz toll. Das wollte ich schon immer mal erreichen im Leben. Ich freue mich. Wollte alles sagen für deine 1000 Bits. Was hast du gesagt? Du hast es gekauft. Shut up and take my money. Schönen Abend noch und viel Erfolg. Oh, Voldaris, dankeschön dafür. Merci, merci. Was habe ich gekauft? Irgendwas. Ich kaufe alles. Alles. Dankeschön. Cool. Callpad. 2 Monate schon. Hallöchen. Hallöchen dir. Schön, dass du da bist. Und dankeschön. Moin. Schön, dass du da bist. Bom, 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 bom. Oh, Schimmer ist offen. Scheiße, das habe ich zu spät gesehen. Das habe ich zu spät gesehen. Oh, der hat ihn gerade geschossen. Vielleicht können wir nochmal schießen. Dreht aber auch schon. Fährt so ein bisschen an. Könnte reingehen, muss aber nicht. Das wird schwierig abzuschätzen. Aber geht rein. Und ist auch schön. Schimmer da. Wichtiger Kill. Wichtiger Kill. Wir kommen von irgendwo. Salem. Genau die gleiche Konstellation wie letzte Runde. Idee wieder hier am Arsch, U-Boot von da und diesmal statt der Desmond, ich deine Salem an der Backe. Das gibt's überhaupt nicht. Was ist hier los? Copy-Paste bloß noch beschissener. Déjà-vu. Ja, wirklich. So, und jetzt haben wir wieder das Problem. Ihr wart da jetzt 4 Schlachtschiffe von unserem Team und ja, du Kreuzer, haben aber gekämpft bis eben. Ja, aber ich kämpfe auch immer noch bei euch. Ich schieße jetzt auf die Amagi. Aber es waren zu viele Schlachtschiffe drin. Wir haben nichts gehabt, was wir wegtanken kann. Das stimmt. Sind alle gestorben. Ja. Das ist das Problem. System. Genauso. Wobei, killtechnisch, wir können sogar noch aufholen. Muss mal gucken. Die müssen jetzt. Oh, Top-Treffer, schön. Irgendwas haben wir getroffen. Immer schön so 20.000 Damage einfach mal nebenbei. Das ist schon geil. Hallöchen am Magi. Irgendwie so. Irgendwie so. Oh, den eiert da noch rum drin. Das ist gut. Ja, toppen wir mal hin. Was sagt der andere? Top? Okay, schön. Und nochmal. Hindenburg. Odin, ja, die ist so dicht dran. Odin. Ja, der ist jetzt auch nicht so super gefährlich, aber schon nett. Ein ganzer Treffer. Wahnsinn. Was ist hier? Was beschießt mir denn hier? Scheiß Hindenburg, Alter. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Komm, lass mich nochmal treffen. Georgia, bleib am Leben. Spot, Spot, alle DDs, alle 4 wieder tot. Genau die gleiche Kacke wie letzte Runde haben wir jetzt hier gerade. Genau das gleiche. Das gibt's doch gar nicht. Unsere DDs alle frei tot. Nur die Gegner haben noch die Shabba. Und Georgia ist auch down. Naja. Und der Amagi, wo die Georgia jetzt hingeht. Oh Gott. Es tut weh, alles tut weh. Das bringt hier nichts mehr, ne? Nee, nee. Ach, Treffer abgefackelt. Schöne Salve. Knappe 10k gerade gedrückt. Gut, das ist hier gelaufen. Unser U-Boot hat auch nichts gemacht. Schwierig, schwierig. Ich will es nicht immer gern so vielen anderen in die Schuhe schieben oder sonst wie was, aber die Runde läuft 11 Minuten. Ich habe jetzt ungefähr halbes Schiff verloren. 80.000 Damage gemacht, so das Mindest jetzt hier in dieser Runde so ein bisschen mitgemacht. Aber, oh, kann doch nicht sein, dass immer so viele so schnell tot sind. Wahrscheinlich habe ich auch dieselben Gegner, ja, ne? Sieht nur 1:1 aus wie die Runde eben davor. Es fühlt sich auch so an hier gerade alles. Richtig, richtig bescheiden. Cruiser in view. Cruiser in view. Hey, Salem. Mit Flieger beschießen, überlassen. Habe ich natürlich die Dings hier auch eh. Oh. Was hast du auch? Das U-Boot und alles hier eh. Oh. U-Boot gefunden? Ja, ja. Ach, wie schön. Naja, ich bin auch weg. Naja. Problem ist halt, ich schieße auch alle aus dem gleichen Winkel jetzt von da. Das ist, ja. Das ist alles Müll. Lieber A, wir hatten halt keine Wiederwehr hier. Wir konnten uns nicht wehren. Ja. Ich achte bloß, das ist zu wenig. Mehr, mehr, mehr. Oh, mein letzter, Alter. The enemy has overtaken us. We must not fail. Nur Scheiße. Ja.
Yoshino ist ein schönes Schiff, aber soll halt nicht sein. Schade, schade. Aber die richtige Yoshino fand ich die B-Ware. Meinst du, macht den Unterschied? Stimmt. Meine Winrate der normalen Yoshino ist auch viel besser als der B-Yoshino. Alles gesteuert von World Gaming. Eindeutig, eindeutig. Diese Odin hat irgendwie Crack geraucht, glaube ich. Der hat mir schon wieder eine Zither gedrückt. Nee, ist klar. Dein kleinen Gammelkaliber. Nee, ist klar. Ja, ich war's jetzt sowieso hier. GG. Den Tops nochmal auf der anderen Seite genutzt, aber das wird so nix. Hinden, Hinden, Hindenburg. Bom, 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 bom. Da, Odin vor dir. Ah, ja. Oh, jetzt. Boah, hat man keine Zieler gemacht. Das gibt's ja gar nicht. Kling Plong hat's gemacht. Kling Plong. Heilung eine Minute erst wieder. 3200 Doppelabfackel auf Odin. Jetzt kommt mal so ein schöner Doppelabfackel. You are alone, aber nicht besiegt. Der hat bei mir Trippelbrand gemacht durch Sekundäre. Alles klar. Hätte man Necrom durch eine Sekundäre dreifach dran, ja. Macht man ständig. Und du mit einem DD eigentlich. Der Mino, der muss AP schießt. Ja. Mach ich ständig. Ja, sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Naja. Was soll's? Ja, ihr habt gesehen, was die Yoshino kann. Das ist im Groben ist der Spielstil der Yoshino und auch bei der Yoshino Black natürlich ist ja das gleiche Schiff. Daher passt das schon. 1100. Rudi bei den Gegnern sogar erster. Nice. Am Magi ist die 8 da oben, Mann. Oh, scheiße. Ubo da unten, Öland da unten, gierig im Mittelfeld noch. Halland war sogar weiter oben. Ekelhaft, ekelhaft. Warte. Moste nix. Meine Freunde, das war die Yoshino Black. Ich hätte euch gerne noch eine schöne Runde gezeigt. Im Groben habt ihr aber gesehen, was das Schiff kann. Hammergeiles HE, gute Nachladezeit, tankt gut auch was weg, überlebt recht lange, wenn man nicht sich völlig bekloppt wegschmeißt. Die Torpedos, wenn sie treffen, tun richtig weh und da gibt es oft Situationen, was heißt oft, wir hatten die drei Runden jetzt was, zwei, drei Top-Treffer gehabt. Es gibt aber auch Situationen, wo einer so blöd da reinfährt, zwei, drei weg mitnimmt und dann einfach mal 30, 40.000 Damage einfach so. Die haben ein unglaubliches Potenzial, ihr könnt DDs damit one-shotten, das ist Wahnsinn und es macht Spaß. Es ist halt so ein bisschen anders, der Spielstil. Und bei den 20-Kilometern-Dingern, da kann das schon gut funktionieren. Man sieht, es gerade hat eindeutig Spaß. Doch, also die Runde hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Vom Ballern her. Von Team her und von Chance zu gewinnen gleich null. Aber insgesamt hat das gerade mir persönlich sogar Spaß gemacht. Weil ich, das, was ich gemacht habe, hat auch funktioniert. Der Damage war da. Wenn man kurz gucken, der eine Top-Treffer hat 21.000 gemacht. Die Hauptbatterie 81 Treffer 81.000. Also da träumen die deutschen Schlachtschiffe von so einen Werten hier. Ne? Die Brände 8 plus 25.000. Da habe ich halt viel Pech gehabt, dass wir das nicht... Immer so abgefackelt, dass sie gleich wieder löschen konnten. Aber Odin 58.000 in der kurzen Zeit da. Chima haben schön getroffen. Salem, Iron. Summiert sich halt überall immer so ein bisschen. Naja. Wir werden nicht vergessen, eure Meinung zu Yoshino gerne in die Kommentare. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal hier bei Team Kratos.